Ah, hoho. Ihr Lieben, ich habe mir jetzt ein Bierchen geholt und gönne mir wieder eins seit einiger Zeit. Also in letzter Zeit eigentlich gar nichts getrunken und wenn dann nur ein Radler. Und jetzt spüre ich schon dieses Bier. Ich habe gerade nur einen Schluck genommen. Ah ja, ist das irre, echt. wo waren wir stehen geblieben? Oh! Da gibt's nichts anzugucken, doch. Hätte mich jetzt auch gewundert. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Boah, wenn ich nachher anfange, irgendwie besoffen zu lallen, dann liegt das daran, dass ich nicht mal mehr ein Bier vertrage. Ah! War sogar richtig cool. Na bitte, da haben wir sie ja. Ah, es sind die Waffen. Das wär's. Du hast die Waffen? 5 Stück. Das ist eine Menge. Und hier gibt es jetzt nichts mehr, glaube ich, ne? Ne, glaube ich auch nicht. Da haben wir alles, oder? Oder warum steht er hier rum und gibt es nichts mehr? Ne, da muss er raus. Oder etwa nicht? Habe ich was vergessen vielleicht? Waffen habe ich genommen. Habe ich vielleicht doch noch was vergessen? Ich schau mal nochmal nach. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ist nichts mehr. Haben wir alles gemacht? Da noch die. Haben wir doch eigentlich auch schon genommen, ne? Ja, ich sehe hier auch nichts. Haben wir genommen alles, ja. Vielleicht das jetzt miteinander. Nee, das machen die ja nachher. Okay, dann müssen wir zurück. Schätze ich. Also mich irritiert das jetzt, dass David nicht unterbricht. Halt, war da nicht eine Tür? Moment. Ach, egal. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. David? Ah, gut. Okay. Die anderen warten schon in der Küche. Aha, ich verstehe. Dann bist du in die Küche gegangen. Ich wüsste gern, woher der Schlüssel eigentlich kam. Du sagtest, im Depot sei alles, wie du es verlassen hattest. Du warst also vorher schon einmal da. Kann schon sein. Ich bin ziemlich fertig, Doc. Kann ich eine Pause machen? Ja, natürlich. Ich habe hier einen Patienten, mit dem ich sehr guten Kontakt habe. Ich danke dir. Gut. Ja, mit dem wir sehr guten Kontakt haben, so je nachdem, ne? Ich glaube, er meint den in Zelle 1. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Warum zur Hölle bellt jetzt der Frodo so laut? Der da. Er braucht nur noch eine kleine Erinnerungsstütze. Ja, das wird wohl wahrscheinlich das Gap von gerade eben sein. Ach, wo habe ich jetzt meine Aufzeichnungen hier? Von Zelle 5. Wo ist die? Ach Gott, doch hier. Ja, Zelle 5. Nachmittag Teil 4, ne? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Doch ja, denk schon. Die anderen warten schon in der Küche. Mal sehen. Es war kurz gut. So, mein Junge, du hast gehört, wovon er berichtet hat. Wir haben jetzt alle gemeinsam eure Erinnerungen bis 4 Tage vor eurer Flucht zurückverfolgt. Jetzt liegt es an dir. Schaffst du es, dich zurückzuerinnern, was euch dazu gebracht hat, euch zu bewaffnen? Komm, ich weiß, dass du es kannst. Ihr wart in der Küche, richtig? Ja. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Kommt eine Videosequenz. Das ist eine richtig gute Geschichte, finde ich. Ich kann das nicht glauben.
Wer hat das getan? Einer von uns? Blödsinn. Mir würde schon jemand einfallen. Ach. Und wer? Fühlst du dich angesprochen? Lächerlich. Wo sollte ich denn eine Knarre herhaben? Aus dem Depot. Du halt dein Maul. Wieso denn? Lass ihn doch reden. Was meinst du damit? Aus dem Depot. Er hatte den Schlüssel. Ich hab ihn gefunden. Du hast was? Du hattest einen Schlüssel in deinem Zimmer. Für das Depot. Ich habe ihn gefunden. Er lag auf dem Tisch. Was hast du mit meinen Sachen zu schaffen? Hey, ganz ruhig. Stimmt das, was er sagt? Du hattest den Schlüssel zu dem Waffendepot? Ja. Okay. Ja, es stimmt. Ich hatte den Schlüssel. Er lag auf dem Tisch. Schon am ersten Tag. Keine Ahnung warum. Aber mit diesem Geballer durch die Türen habe ich nichts zu tun. Du verdammter Mistkerl! Und das sollen wir dir glauben, oder was? Mein Gott. Selbst in meiner Tür ist doch ein Einschussloch. Vielleicht war er es ja, der blöde Fettsack. Ich? Ja. Du. Na, großartig. Ich weiß nicht, wer von euch beiden mich mehr anwidert. Und was machen wir jetzt? Was, wenn es keiner von uns war? Was, wenn er nochmal wiederkommt, heute Nacht? Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich denke, wir könnten jetzt gut Waffen gebrauchen. Das könnte dir so passen. Wenn dir was Besseres einfällt, sag's mir. Ich lass mich hier nicht über den Haufen schießen, weder von euch noch von sonst jemandem. Wo ist der Schlüssel jetzt? Ich hab ihn weggeworfen. Wohin? In den Brunnen. Du Vollidiot. Ich wollte nicht, dass er Unsinn macht. Der und Waffen. Weißt du was? Dann darfst du ihn jetzt doch wieder heraufholen. Was? Ich schätze, da hat er recht. Du kletterst jetzt da runter und holst den verdammten Schlüssel zurück. Das kann ich nicht. Er liegt unten, im Wasser. Doch, du kannst. Los, wir gehen raus. Jetzt gleich. Ach, so war das. Das ist gut, Junge. Versetz dich zurück in die Stunden davor. Ich weiß, du kannst es. Call of Duty. Töte euch. Die Aussage ist jetzt aber bitte nicht, dass alle Ego-Shooter-Spieler potenzielle Psychopathen sind, oder? Also das kann nicht der Ernst der Spielentwickler hier sein und das will ich auch gar nicht unterstellen. Ich hoffe es mal nicht. Ach, Dr. Young, Was ist? Warum kommen Sie denn nicht rein in die Zelle? Ich wollte Ihre Arbeit nicht stören. So? Woher plötzlich der Respekt vor meiner Arbeit? Da haben Sie eigentlich recht. Ich habe Besseres zu tun, als mir diesen Unsinn anzusehen. Ich mache jetzt Schluss, Herr Kollege. Viel Vergnügen noch. Sie haben zugehört, oder? Nicht wahr, Doktor? So ein Armleuchter. Aber verdammt, er hat recht. Es ist schon spät. Ich muss los zu Moretti. Leider. Ach, können wir nochmal... Ist wahrscheinlich abgeschlossen. Abgeschlossen? Ja, denke ich mir. Okay, dann absaufen mit unserem neuen Freund, der da irgendwie auch nicht mehr unser Freund ist. Schätze ich. Oh, Miller hat Feierabend gemacht. Das ist ja mal eine Überraschung. Ach ja. Hey, Mr. McNamara! Wer war das? Das kam von der Mole, oder? Was war das? Niemand da. Hä? Wessen Stimme könnte das gewesen sein?
David! Ja, meinte er könnte nicht gut schwimmen. Scheiße. Boah, wer war das? Das waren mehrere Leute. Und die haben Handschellen. Das müsste ja dann jemand von der Polizei gewesen sein. David, das ging ja gerade noch mal gut, du. Oh, so eine Scheiße. Wie kriegen wir dir jetzt deine Handschellen ab? Irgendwas machen? Nee, wohl eher nicht, ja. Nee, da auch nicht. Okay, gut, dann... Der läuft hier mit so... Okay, Entschuldigung. Das ist ja eigentlich nicht lustig, aber... läuft hier durch die Gegend mit seinen Handschellen. Oh je. Ja, schauen wir mal, ob der schon wartet auf uns. Können wir schlecht trinken? Mein Gott. Wie sehen Sie denn aus, Doc? Was ist passiert? Doc, was zum Teufel? Hi, Detective. Tut mir leid, ich bin zu spät. Sie haben Nerven. Wer hat Ihnen diese Dinger angelegt? Sie haben nicht zufällig einen Schlüssel dafür? Warten Sie eine Sekunde. Ja, jetzt erstmal saufen. Ich mache Ihnen erstmal einen Drink. Ja. Im Becher wieder. So ist besser, oder? Viel besser. Danke. Und jetzt erzählen Sie mal, was passiert ist. Ja, gute Frage. Zwei Typen haben mich ins Hafenbecken geworfen, am Fähranleger. Nicht die feine Art. Ich wäre um ein Haar ertrunken. Sie sind eben ein Glückspilz, Doc. Ein verdammt großer Glückspilz sogar. Sowas überlebt man normalerweise nicht. Haben Sie sie erkannt? Nein. Sie haben mir einen Sack über den Kopf gesteckt. Also, gesetzt den Fall, es war so. Dann frage ich mich, wie Sie es geschafft haben, sich in ein paar Tagen in New York solche Feinde zu machen. Ich staune selbst. Irgendwas ist faul an diesem Krankenhaus da draußen auf Staten Island. Sie meinen, jemand aus dem Hospital wollte Sie umbringen? Ich bitte Sie, Doc, wer denn? Die grauenhafte Lady, der Doktor? Unser Verhältnis ist nicht das Beste. Er hasst mich, Detective. Aber er würde Sie doch nicht umbringen, nur wegen einer solchen Rivalität. Das bilden Sie sich ein, Doc. Hatten Sie sonst mit jemandem Streit? Nun ja, mit meiner Frau, meinem Freund, mit Steve Riker da drüben, mit dem Pförtner im Hotel, mit Ihnen. Nicht übel. Sie ziehen den Ärger an. Man könnte fast meinen, es liegt an Ihnen selbst, oder? Schon mal drüber nachgedacht? Ich habe das komische Gefühl, dass ich hier von irgendjemandem benutzt werde. Irgendjemandem passen meine Untersuchungen nicht. Okay, Doc. Lassen Sie mich offen sprechen. Moment mal. Randall. Randall, wird's Ihnen was ausmachen, uns einen kleinen Moment nicht zu belauschen? Sicher, Officer. Detective. So, schon besser.
Wo waren wir? Genau, Ihr Talent fürs Ärger machen, Doc. Sie sind kein ganz einfacher Zeitgenosse. Könnte es vielleicht sein, dass Sie selbst sich da in etwas reingesteigert haben? Wissen Sie, es gibt da nämlich noch ein paar Dinge, über die Sie nicht sehr erfreut sein werden. Wollen Sie sie hören? Ach du, auf noch ein paar schlechte Nachrichten mehr oder weniger kommt es jetzt echt nicht mehr drauf an. Von mir aus? Ihr Hotel hat uns angerufen. Das ist unglaublich, wirklich unglaublich. Was fällt diesem dämlichen Portier denn ein? Ich bin noch nicht fertig, Doc. Dr. Young hat auch angerufen. Er macht sich Sorgen um seine Patienten, Ihre Patienten. Sie setzen alle Medikamente ab, sie bringen sein Personal in Gefahr, sie überschreiten ihre Befugnisse. Stimmt das, Doc? Wie bitte? Das hat er gesagt? Das ist... Kann es sein, dass Sie Probleme haben, Doc? Ich meine, ernsthafte. Mit sich selbst. Sagen Sie es mir ruhig. Was wollen Sie, mich für verrückt erklären? Das passt vermutlich zu Ihrer Seelenklempner-Theorie. Auf wessen Seite stehen Sie eigentlich? Nicht automatisch auf Ihrer. Ich dachte, dass Ihnen das klar wäre. Ich bin Polizist, ich stehe auf der Seite des Gesetzes. Ich muss Ihnen unbedingt erzählen, was ich bisher herausgefunden habe. Ich bin inzwischen ganz sicher, dass die 5 Kids in einem Armeedepot waren oder in einer Kaserne. Alle Erinnerungen deuten darauf hin. Die Bilder gleichen sich bis ins Detail. Und alles passt genau zusammen. Die Armee sagt aber nein. Wir haben nachgefragt und es gibt keine Kaserne, die in Frage käme. Auch keine stillgelegte. Sie müssen sich irren, das muss jetzt mal in Ihren Schädel, Doc. Ich irre mich nicht. Gut, auch in Ordnung. Dann sind die Erinnerungen falsch. Bei 5 Verrückten gar nicht mal so unwahrscheinlich, oder? Was ist, wenn die Angaben der Armee nicht stimmen? Haben Sie sonst noch Erkenntnisse? Ich meine, richtige? Die 5 haben offenbar gemeinsam an Computern gesessen, 4 Tage bevor sie eingeliefert wurden. Dabei muss es zu Konflikten gekommen sein. Aha, an Computern? Das soll vorkommen in dem Alter. Fragen Sie mal meinen kleinen Neffen. Der hat solche Erinnerungen auch, und zwar nicht von vor 4 Tagen, sondern von vor 2 Stunden. Er spielt immer dieses Spiel, in dem man Autos klaut und Cops umlegt, wissen Sie? GTA. Ich sollte ihm das Dreckszeug eigentlich wegnehmen. Nur, dass Ihr Neffe nicht anschließend mit seinen Freunden nackt und bewaffnet in der Stadt herumläuft. Das ist wahr, aber er sitzt auch nicht in der Irrenanstalt und fantasiert vor sich hin. Sie glauben nicht, dass meine Ergebnisse stimmen, oder? Ich weiß nicht, Doc. Würden Sie sie glauben? Ich meine, Sie haben nichts. Keine Beweise, nicht mal Hinweise. Nicht eine konkrete Spur. Alles, was Sie tun, ist, sich angebliche Erinnerungen anzuhören, in denen vages Zeug geschildert wird. Ich habe alles aufgezeichnet. Hören Sie sich's an und entscheiden Sie selbst. Lassen Sie hören. Kein Problem. Ich... Verflixt. Der PDA ist ja völlig durchnässt. Ach du Scheiße. Detective, ich habe die Aufzeichnungen. Ich trockne den PDA und sonst kriegen Ihre Jungs ihn wieder hin. Dann können Sie sich überzeugen. Okay, Doc, okay. Tun Sie das. Gute Idee. Oh je. Meine Lieblingspatientin. Tot. Wegen der Patientin in Zelle 2. Tja, das ist eine unangenehme Geschichte, Doc. Wie ich Ihnen sagte, wir werden das noch genauer untersuchen, aber das ist ein separater Fall. Und? Was bin ich? Zeuge oder Beschuldigter? Zunächst mal Zeuge, aber das kann sich ändern. Ich kam auf die Station und sie war tot. Ich weiß nicht, wie sie es schaffen konnte, sich so zu verletzen. Sie hatte keine Gegenstände in ihrer Zelle, mit denen das möglich gewesen wäre. Ich habe nichts damit zu tun. Wenn das so ist, haben Sie nichts zu befürchten. Wo waren Sie denn, als die Kleine starb? Im Hotel und hier. Mein Gott, erst war ich natürlich im Hospital. Ich arbeite dort, Detective. Sie geben das alles noch zu Protokoll, nicht wahr? Sie glauben doch nicht wirklich, dass ich ihr was angetan habe. Doc, wenn ich das glauben würde, würde ich Sie sicher nicht mehr nach Staten Island lassen. Genauer gesagt, würde ich Sie nicht mal mehr aus dieser Bar lassen. Und Sie hätten auch gleich Ihre schicken Armbänder anbehalten können. Na, immerhin. Na, immerhin glaubt er uns das. Ich brauche Hilfe, Detective. Sie müssen mir helfen. Ich bin nicht sicher, ob ich der Richtige bin für diese Art Hilfe. Boah. Was schwebt Ihnen denn vor? Polizeischutz. Ich habe keine Lust, nochmal im Hafenbecken zu landen. Sie machen Witze. Sehe ich so aus? Ich wäre eben beinahe umgebracht worden, Detective. Sagen Sie. Ich sehe nur einen verstörten Psychiater, klatschnass mit Handschellen. Er randaliert besoffen im Hotel und kommt jeden Tag zu spät zur Arbeit, wo er nur Ärger anzettelt. Dafür soll es Polizeischutz geben, Doc? So sehen Sie das also. Gut. Dann geben Sie mir eine Waffe. Ich kann mich selbst verteidigen. Ihnen? Eine Waffe? So weit kommt's noch. Sie helfen mir also nicht? Nicht, wie Sie sich das vorstellen, nein. Detective, wenn Sie mir nicht glauben, wenn Sie mich für verrückt halten, dann sagen Sie es mir. Ich finde die Wahrheit auch allein heraus.
Also zwei Männer, ne? Am Fähranleger. Ja, zwei Männer. Meine Brieftasche liegt im Hafenbecken. Ein paar Patronenhülsen sicher auch. Naja, vielleicht können wir mit den Handschellen was anfangen. Ich schicke auch einen Spurentrupp hin und ein paar Taucher. Polizeischutz kann ich Ihnen nicht geben. Wir brauchen jeden Mann auf dem Revier und den Antrag bekomme ich niemals durch. Ist das okay für Sie? Ja, sicher. Und was das Hospital angeht, Doc, schlage ich vor, dass Sie sich nicht in irgendwelche Sachen reinsteigern. Sehen Sie zu, dass Sie rausbekommen, was mit diesen Kids los ist und hören Sie auf, Ärger anzuzetteln, okay? Was ist mit der Anforderung meiner Akte durch die NSA? Sie sind vermutlich einfach überprüft worden. Bei einem Ex-Army-Mann kann das schon mal sein. Na schön. Ich muss jetzt los, Doc. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Trinken Sie nicht mehr so viel. Und lassen Sie im Hotel die Möbel heil. Ja, ja. Schon in Ordnung. Nacht, Detective. Gute Nacht, Doc. Irgendwie halten die uns alle für ein bisschen Knorke, habe ich den Eindruck. Randall? Ja? Einen Doppelten. Tut mir wirklich leid, Doc. Sie haben wohl doch mitgehört. Ließ sich nicht völlig vermeiden. Und Sie auch, Riker. Sie sind ein schwerer Junge, Doc. Wer hätte das gedacht? Trinken wir einen? Vielleicht später. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Nochmal lasse ich mich nicht fast ersäufen. Ich muss los. Ich schaue wieder rein. Übrigens hat der Randall da eine Zigarette, die nicht raucht. Also praktisch eine elektronische Zigarette. Ich frage ihn jetzt mal, wo er die her hat. Oh, man kann sogar... Oh, cool. Riker? Mhm. Riker, Sie hatten da doch diesen schönen Revolver, oder? Was ist damit? Ich will ihn kaufen. Im Ernst? Im Ernst. $100. Ist nicht gut, mit einem Ballermann durch die Gegend zu laufen. Sie müssen's wissen. Nicht gut für Sie, Doc. Sie stehen ziemlich unter Strom. Ich glaube, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Gewissen? Sie machen Witze. Lassen Sie mal, lieber Doc. Wenn Sie mit einem Ballermann rumlaufen, dann gibt's womöglich noch Tote. $200. Ich weiß nicht, Doc. Ist nicht gut für Sie. Was sagten Sie, $300? Plus 50 für die Munition. Randall, wie hoch ist mein Deckel? Heute mitgerechnet 970. Was? Boah. Deine verdammte Kneipe ist zu teuer. Sauf halt weniger. Also? Okay. Geben Sie das Geld am besten gleich dem Blutsauger da hinten. Mir wär's lieber, wenn du mit anderem Geld bezahlen würdest. Riker hat recht, Doc. So eine Knarre ist nichts für Sie. Das weiß ich wohl selbst am besten. Wer eine Waffe hat, benutzt sie auch. Kann ich nicht ausschließen. Hier. Alles klar. Ich muss los, Randall. Schreiben Sie es nochmal auf. Wie? Das Geld von Riker auch? Ja. Wenn's geht. Sie sind vielleicht ein Scherzkeks. Soll ich Ihnen was leihen, Doc? Ich bin hier neuerdings schuldenfrei. Also schön, verdammter Mist. Aber wenn Sie nicht zahlen... Dann habe ich noch mehr Ärger, richtig? Richtig. Ich wollte gerade sagen, der hat doch überhaupt kein Geld. Wie will denn der das finanzieren? Ach ja. So Leute, ich lege ein Päuschen ein und bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis dann.